Ja, das war viel Input im Laufe des Tages und wir machen jetzt den Abschluss quasi und kommen quasi bei uns hier im Raum an, nämlich bei uns als Gesellschaft, als Privatmenschen, vielleicht auch als Menschen, die in Institutionen arbeiten oder tätig sind, und möchten da über Gegenstrategien sprechen. Also über mediale Interventionsmöglichkeiten haben wir gesprochen, auch wie vielleicht Parlamentarier reagieren oder reagieren könnten. Aber wie sieht es denn auf gesellschaftlicher Ebene aus? Britta Schellenberg zu meiner Linken ist Senior Researcher der Forschungsgruppe Zukunftsfragen am Zentrum für angewandte Politikforschung an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie forscht und arbeitet zu Projekten zur Verbindung und Unterscheidung und Verständnis von Rassismus, Rechtsextremismus und Strategien und Handlungsempfehlungen dagegen. So habe ich es mir mal zusammengefasst. Ist also ein sehr breites Spektrum. Und sie hat mehrere Texte zu Rechtspopulismus in Europa geschrieben. Freuen wir uns jetzt auf einen Vortrag über Rechtspopulismus in Deutschland und Europa und Versuche einer Dekonstruktion und möglicher Gegenstrategien. Ja, ich fange gerne direkt an. Mir wurde gesagt, dass ich mich so ein bisschen beeilen soll. Deswegen wundern Sie sich nicht, dass ich durch den ersten Themenbereich relativ schnell durchgehen werde. Ich werde dann den Schwerpunkt auf den Schluss legen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich erst doch noch mal was sage zum Populismus, auch wenn Sie dazu jetzt ganz viel schon gehört haben. Aber das ist einfach wichtig für mich, hier noch drei Worte zu sagen, um dann aufzumachen, wie ich zu den Gegenstrategien komme. Was ist Rechtspopulismus? Das wurde wahrscheinlich schon ausreichend diskutiert. Es gibt eine gewisse begriffliche Unschärfe. Mal wird es als Stilmittel verstanden, mal als Protest gegen herrschende Machtverhältnisse. Es ist auch ein spezifisches Verständnis von Demokratie. Darauf möchte ich gleich ein bisschen direkter eingehen. Und Rechtspopulismus wird benutzt als Kampfbegriff oft, also von denen, die an der Macht sind, um sich denen, die die Machtpositionen auch anfechten oder daran reichen wollen, denen etwas entgegensetzen zu können. Der Begriff wird auch oft als Flucht- und Ersatzbegriff verwendet, als Flucht- und Ersatzbegriff zu dem auch sehr beliebten Begriff Rechtsextremismus. Also, ich hatte ja gerade gesagt, es handelt sich um ein spezifisches Demokratieverständnis, und das ist mir ganz wichtig, dass wir hier noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, worum geht es. Es ist ein radikales Demokratieverständnis, also die Regierung des Volkes, für das Volk und durch das Volk sind so Begrifflichkeiten, die im Vordergrund stehen. Die Forderung der Populisten ist, dass man eine Volksherrschaft errichtet, jenseits der Unterscheidung zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen Masse und Elite. Volk soll nicht begrenzt werden, es soll die Macht haben und es soll keine Kontrollmechanismen und auch keine Kontroverse geben. Denn es gibt Volkesstimme, die muss man nur identifizieren können. Das heißt auch auf der anderen Seite, dass es einen Souverän geben muss, der uneingeschränkt herrschen muss, um diesen Volkswillen, der dann identifiziert ist, umzusetzen. Das heißt, der Populismus betont, also das Demokratieverständnis betont, die plebiszitären, direkt demokratischen Komponenten gegenüber den repräsentativen, indirekt demokratischen Bestandteilen der Demokratie, ja, also Parteien, die gewählt werden, um dann bestimmte Interessen und Meinungen für die, die sie gewählt haben, umzusetzen in Parlamenten. Das ist nicht Thema der Populisten. Zweitens, ganz wichtig ist auch eben, das hatte ich eben mit dem Volkswillen schon angedeutet, dass es einen Führer, einen Souverän geben muss, der besser und effizienter das umsetzen kann, was das Volk möchte und was angeblich der liberale Parlamentarismus, also die Parteien, so nicht können. Das heißt, im Zentrum steht eine Führungsfigur, die mit dem Volk mystisch verbunden wurde, die im Namen des Volkes agiert und die zugespitzt das Volk ist.
Das heißt, es handelt sich hier um einen Volksbegriff, der im Widerspruch zu der historischen Entwicklung des Begriffes Volkes steht. Nämlich, wie ist das der Begriff bestanden? Es war eine Bewegung des Liberalismus, der und auch später der Sozialdemokratie. Es ist entstanden im Widerspruch zur Monarchie und zum Feudalsystem. Also es ging um Machtverhältnisse in einer Gesellschaft. Und der Volksbegriff der Populisten ist auch nicht zu verstehen als Abstraktion der Menschheit insgesamt. Es geht also nicht um den Staatsbürger und seine individuellen Rechte bei den Populisten. Also hierin liegt dann auch die analytische Schwäche dieses Demokratieverständnisses, denn es baut auf die Grundannahme, auf die Fiktion, wie ich sagen würde, dass es einen homogenen Volkskörper gibt, also eine Einheit, das Volk. Dieses Volkskonzept ist tatsächlich eine Antithese zu der Wirklichkeit. Das heißt nämlich, dass innergesellschaftliche Konflikte, verschiedene Meinungen, Gegensätze, auch soziale Gegensätze geleugnet werden. Wissenschaftlich betrachtet leugnet das für die Wissenschaftler unter uns, die Politologen, leugnet das die Existenz von Cleavages. Cleavages sind eben gesellschaftliche Bruch- und Konfliktlinien. Das heißt, im wissenschaftlichen Sinne hat diese Art von Demokratie Verständnis keinen analytischen Wert. Man kann eine Gesellschaft so nicht verstehen, denn man weiß ja schon eh, dass es diesen einen Volkswillen, das ganz Bestimmte gibt, was eben nicht heterogen, sondern homogen ist. Rechtspopulismus jetzt nochmal spezifisch. Was ist da das Spezifische? Das sind die konstruierten ethnisch-religiösen und kulturellen Grenzen. Ein Teil der Bürger, der Staatsbürger, wird in diese Volksgemeinschaft, in diese angenommene Gemeinschaft integriert. Sie werden für diese Volksgemeinschaft vereinnahmt und ein anderer Teil wird als nicht dazugehörig ausgegrenzt, ein anderer Teil der Staatsbürger. Also dem Ganzen unterliegt dann, diesem ganzen Rechtspopulismus unterliegt ein völkisches Beurteilungsschema, und das möchte ich gleich anhand eines Fallbeispiels, wozu ich geforscht habe, was ich analysiert habe, nochmal darstellen, veranschaulichen. Also dieses völkische Beurteilungsschema, dadurch, also wenn man dieses dann hat, weiß man sehr schnell, was gut und was böse ist. Gut ist das völkische Wir und böse sind die sogenannten Volksfremden oder Volksfeinde, die anderen. Das steht von vornherein fest. Jetzt kurz zu meinem Fall. Jetzt ist das Buch mir hier, was ich gerade noch lag. Einfach mal kurz hochhalten gekommen. Basis ist meine Dissertation im Prinzip zur Rechtsextremismusdebatte, die Heinrich-Böll-Stiftung Weiterdenken in Sachsen hat mich darum gebeten, da noch mal ein bisschen mehr in die Praxis reinzugehen nach meiner Forschungsarbeit, Bürger auch zu befragen, Zivilgesellschaft zu schauen, was machen die eigentlich. Dadurch ist diese Publikation, die man auch bestellen kann bei Weiterdenken Sachsen, kostenfrei entstanden. Und die Inhalte möchte ich ganz kurz nur zusammenfassen. Ausgangspunkt ist, es gab im August 2007 einen rassistisch motivierten Übergriff in Mügeln, einer Kleinstadt in Sachsen, ungefähr zwischen Leipzig und Dresden gelegen, während eines Altstadtfest oder Volksfestes auch genannt. Rassistisch, warum komme ich dazu, das rassistisch zu nennen? Das sind die Aussagen der Opfer und vieler Zeuginnen, auch von den Polizisten, die vor Ort waren und die Dienstberichte geschrieben haben. Es gab ungefähr 50 Täter und 200 Zuschauerinnen. Es wurden 8 bis 10 Menschen angegriffen. Was passiert damit? Schon 2 Tage nach diesem Übergriff gibt es eine öffentliche Mitteilung des polizeilichen Staatsschutzes und dann auch der Staatsanwaltschaft Leipzig, in der gesagt wird,
dass man nicht von Rechtsextremismus reden kann in diesem Vorfall und dass auch ein fremdenfeindlicher, heißt es hier, ein fremdenfeindlicher Tathintergrund unklar ist. Also es muss sich nicht um Fremdenfeindlichkeit handeln. Vielmehr geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Indern. Die haben in dem Festzelt dieses Altstadtfestes Leute geschubst. Die sind vor das Festzelt gemeinsam gegangen. Dort wurde die Gruppe zusammengeschlagen. Es sind Flaschen geworfen worden. Die haben sich dann in eine Pizzeria zurückgezogen. Die meisten, einer hat es nicht geschafft, der ist krankenhausreif geschlagen worden, ist dann ins Krankenhaus gekommen. Es war lange in den Medien, weil die Pizzeria wurde dann richtig belagert. Es sind Bänke von diesem Fest mitgebracht worden und gegen die Pizzeria geworfen worden. Die Insassen, also die Leute haben sich da verbarrikadieren müssen, bis eine Hundertschaft der Polizei gekommen ist und sie quasi dann schützen konnte. Sie sind aber alle verletzt worden. Und das Interessante ist, dass diese Gruppe, um das vielleicht gleich aufzulösen, dass diese Gruppe aus indischen Migranten bestand, also aus Leuten, die aus alle, also sieben davon sind in Indien geboren. Einer hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, die anderen nicht. Das waren auch zwei Deutsche, die in Deutschland auch geboren sind, dabei. Und interessanterweise wird es dann aber dargestellt oder interpretiert als eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Indern. Auch das deutsche Opfer, was in dieser Gruppe der Inder war, wird gar nicht mehr akzeptiert als Opfer, sondern dem wird von der Polizei gesagt, dass er ja nicht dazugehörte, er kann nicht dazugehören, er ist halt nicht in diese, kann ja nicht in diese Auseinandersetzung verwickelt, der wird abgewiesen, ja. Also taucht auch gar nicht nie auf in der Opferstatistik, also gar nicht. Die vier verletzten Deutschen, die hier aufgezeichnet sind, sind von den Angreifern, also das ist ganz klar, die Gruppen werden dann halt verschoben und letztendlich, ich habe die Polizeiakten studiert, kommt es dazu, dass man anfangs einen rassistischen, neonazistischen Angriff feststellt und dass es im Laufe der Ermittlungsarbeit eine Täter-Opfer-Umkehr gibt, sodass die Angegriffenen stigmatisiert werden und ihnen eine Mitschuld oder die Schuld sogar an diesen Übergriff zugeschoben wird. Was passiert? So im öffentlichen Diskurs, da kommen wir dann mit den Strategien auch gleich hin. Es gibt tatsächlich dann eine öffentliche Kontroverse über diesen Vorfall, auch weil die Staatsregierung so unklar reagiert hat. Es bilden sich zwei Gruppen. Einmal eine an Aufklärung Interessierte, die besteht aus investigativen Journalisten, aus mobilen Opferberatungsstellen vor Ort und Opferanwälten, auch einige politische Parteien reden mit, aber eher so von der Außenperspektive. Und auf der anderen Seite einer Gruppe, die ich dann als Problemakteure beschreibe. Und zwar deshalb, weil man bei dieser Gruppe dieses völkische Beurteilungsschema, was ich eingangs beim Rechtsextremismus Begriff oder Rechtspopulismus Begriff eingeführt habe, feststellen kann. Und das ist eben nicht nur die NPD und es ist nicht nur die rechtsextreme Szene, die dieses völkische Beurteilungsschema hat, sondern es unterliegt auch der Argumentation, wie ich herausarbeiten kann, auch in meiner Dissertation, der sächsischen Staatsregierung und insbesondere dramatisch bei meinen Auswertungen waren die Zeugnisse vom Verfassungsschutz. Können wir vielleicht in der Diskussion nochmal eingehen drauf. Also was ist das Problem? Das völkische Beurteilungsschema ist hier das Problem, das ist ja nur ein Fallbeispiel, wie auch immer wieder. Es ist besonders dann ein Problem, wenn es sich um institutionellen Rassismus handelt, also wenn es vom Staat aus kommt, sei es Polizei, sei es Politik, seien es andere Behörden, irgendwelche Behörden. Und was sind dann die Folgen? Also die Folgen sind, damit provoziere ich hoffentlich eine große Diskussion nachher, etwas wie Pegida, auch wie Pegida sich jetzt in Sachsen entwickelt hat.
Pegida ist meiner Meinung nach, meine Analyse war vor Pegida, ein hausgemachtes sächsisches Problem. Es wundert nicht, dass es dazu gekommen ist. Auch Heidenau ist ein Begleiteffekt von solchen fehlgeleiteten öffentlichen Diskussionen und Kategorisierungen von Problemen. Und was ist noch die Folge? Die Folge ist, dass bestimmte Bürger und Ausländer nicht sicher sind. Das heißt, wir haben ein Problem der inneren Sicherheit. Und das haben wir natürlich nicht nur in Sachsen. Ich habe jetzt den Fall Sachsen gemacht und Sachsen ist auch ein besonderer Fall in Deutschland. Das muss ich so sagen. Ich komme viel rum. Ich habe auch viele andere Gegenden beforscht. Sachsen ist ein besonderer Fall, aber natürlich haben wir auch Probleme mit Rechtspopulismus, mit Rechtsextremismus, mit Rassismus in anderen Teilen Deutschlands. Die Problembewältigung bleibt also aus. Der völkische Interpretationsrahmen führt dazu, dass die Probleme, nämlich die Verfolgung von Gewaltdelikten, nicht angegangen werden, sondern verschoben werden. Beim Fallbeispiel ist es so, dass argumentiert wird von der Staatsregierung, der sächsischen und anderen Akteuren, dass im Zusammenhang mit diesem rassistischen Übergriff wird argumentiert, dass Linksextremismus ein Problem ist, dass die NPD ein Problem ist, die nichts mit dem Fall zu tun hatte. Das ist ganz ist belegt. Ja. Dass extremistische Ausländer ein Problem seien. In der Debatte wird den Indern, die ja teilweise auch nicht Inder sind, unterstellt, dass sie Extremisten sind, dass sie einer extremistischen Sikh-Organisation angehören, da sind wir auch wieder beim Verfassungsschutz leider, es stimmt nicht. Und unterstellt wird auch, dass die Medien schädlich für die Demokratie sind. Das ist im Jahr 2007, jetzt sind wir, Sie wissen, die Parolen von der Lügenpresse, kennen Sie von Pegida-Demonstrationen, jetzt sind wir im Jahr 2015. Ich komme zum Schluss, diskursive Gegenstrategien. Ich hatte versprochen, dass ich die jetzt abschließend nur kurz anspreche, damit wir auch noch Zeit haben, in der Diskussion bestimmte Bereiche stärker zu fokussieren. Also mein größtes Plädoyer oder das Resümee ist, wir müssen den Begriff Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus an seinen ideologischen Kern binden, um Klarheit und analytische Stärke zu gewinnen. Das heißt, wir müssen sehen, dass das ein Teil der Familie der radikalen Rechten ist. Ja, dieses völkische Bezugssystem ist relevant, nicht nur für die extreme Rechte, sondern auch für die populistische Rechte, für die xenophobe Rechte und für auch, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern existierende religiös-fundamentalistische Rechte. Das heißt, wenn wir so eine Verbreitung von Rechtspopulismus in der Gesellschaft haben, haben wir eine rechtspopulistisch affine Gesellschaft. Wir haben eine rechtspopulismus-resiliente Gesellschaft, wenn wir bestimmte Aspekte berücksichtigen. Und zwar, dass wir dieses völkische Beurteilungsschema dekonstruieren und uns dagegen wehren, bestimmte Begrifflichkeiten uns zu eigen zu machen. Unter anderem immer mehr Probleme bekomme ich mit dem Begriff Menschen mit Migrationshintergrund. Ich möchte es an einem ganz kurzen Beispiel veranschaulichen. Ich durchblätterte die Zeitung vor einigen Wochen und ich war es in Frankfurt, in irgendeiner deutschen Stadt ist ein Universitätsdirektor geworden und dann war ein Bild abgezeichnet, da stand drunter mit indischem Migrationshintergrund. Was interessiert mich, ob dessen Großeltern aus Indien kommen? Ja, also das ist eine Art von Heraushebung und Stigmatisierung, die dazu führt, dass dieses völkische Beurteilungsschema immer wieder rekonstruiert wird und sich dann in den Gedankenwelten der Menschen verfestigt. Es muss klargestellt werden, wer in unsere demokratische Gesellschaft gehört, wer dazugehört. Es muss klar und sichergestellt werden, dass Ausgrenzung und Diskriminierung, dazu gehört Rassismus, Antisemitismus etc., nicht akzeptiert werden. Und dafür gilt es, Vielfalt hervorzuheben und zu stärken, die Opferperspektive zu stärken, ganz wichtiger Punkt. In Deutschland hat man sehr stark die Täterperspektive. Zschäpe und Co. stehen im Zentrum und oftmals weniger, es ist besser geworden, aber immer noch oftmals weniger die Opfer. Und letztlich
mein letzter Satz, geht es darum, Rassismus zu thematisieren und Antidiskriminierungsperspektiven zu stärken. Vielen Dank. Das war so auf Zeit. Vielen, vielen Dank, Frau Schellenberg. Wir kommen nahtlos zum nächsten Vortrag und dann würde ich wieder Fragerunde eröffnen. Rico Behrens zu meiner Rechten. Dr. Rico Behrens hat an der Universität Marburg promoviert, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Professur für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden. Wir haben ihn vorhin ja auch schon ein bisschen gehört. Seine Dissertation hatte den Titel Solange sie sich im Klassenzimmer anständig benehmen. PolitiklehrerInnen und ihr Umgang mit rechtsextremer Jugendkultur in der Schule. Und das sagt auch schon ganz viel, was wir nämlich jetzt hören werden. Ein Vortrag über Reaktionsstrategien von Lehrern. Und als Hintergrund ist es auch spannend zu wissen, denke ich, dass seit gestern, ein Projekt gestartet hat, das nennt sich Starke Lehrer, starke Schüler. Also seine Position ist eher die... Bitte? So heißt dieses Projekt, haben Sie natürlich sehr recht. Ich nenne es starke LehrerInnen und starke SchülerInnen, sehr richtig. In dem Projekt geht es weniger darum, Schüler als erstes zu sensibilisieren, sondern zunächst die Lehrer, nämlich um sie besser in ihrer Arbeit zu befähigen, um Einfluss auf Jugendliche zu nehmen. Wir freuen uns auf den Vortrag. Also eine Vorbemerkung sei mir dann doch gestattet. Meine Dissertation hat tatsächlich das Innen überall dran. Mir wurde auch Mut zugesprochen, dass ich die so mit so einem Titel formuliere. Hat gezeigt, warum. Wahrscheinlich erinnert sich schon keiner mehr, wie die wirklich hieß. Das Zweite ist, das Projekt heißt tatsächlich Starke Lehrer, starke Schüler. Sie finden hier eine sächsische Perspektive vor. Und insofern, das war auch gleich mein Eingang. Welche Perspektive möchte ich werfen? Ich möchte gern eine Perspektive auf die Pädagogen und auf die pädagogische Auseinandersetzung werfen in meinem kurzen Input. Und tatsächlich ist es eine sächsische Perspektive, die aber, glaube ich, so viel an Verallgemeinerbarem bereithält, dass es sozusagen auch für Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Hamburg gelten kann, zumindest Teile davon. Das Charmante am Ende ist, dass man nicht alles wiederholen muss. Es wurde schon viel gesagt. Das Herausfordernde ist, dass man auch tatsächlich zum Ende kommen muss. Ich versuche das. Wir haben einen Zeitwächter und versuche mich tatsächlich auf meine Kernpunkte auch zu konzentrieren. Jetzt ist mir aber die Fernbedienung ist hier. Sehr gut. Okay, ich möchte am Anfang noch mal ganz kurz ein Schlaglicht auf die Herausforderung für die politische Bildung in diesem Zusammenhang werfen, denn sozusagen das ist mein Metier. Ich bin kein genügender Politikwissenschaftler, sondern ich beschäftige mich mit politischer Bildung und insbesondere auch mit schulischer politischer Bildung. Zum Zweiten möchte ich gern was zum Problem der Auseinandersetzung sagen und ich habe das genannt Pädagoginnen in der Systemfalle. Und diese Systemfalle ist zweifach konnotiert. Zum einen gibt es sozusagen sowas wie eine bildungssystemtheoretische Falle. Da werde ich dann nachher gleich noch was zu sagen. Sie werden das in Interviewausschnitten aus meinen Forschungen auch nachvollziehen können. Und die zweite Falle könnte man sowas wie Diskursfalle nennen. Die hat Frau Diehl schon in ihrer These wunderbar ausgeführt, nämlich die geht ungefähr so, es gibt eine Diskurserweiterung des rechtsextremistischer Ideologien, indem sie sich in Kleider des Rechtspopulismus kleiden oder sich sozusagen Strategien und Methoden des Rechtspopulismus bedienen. Und damit haben Lehrerinnen und Lehrer auch zu kämpfen, damit hat sozusagen Politikunterricht in der Schule auch zu kämpfen und das werde ich versuchen auch nochmal zu zeigen. Und als Drittes werde ich Ihnen einzelne Bausteine einer angemessenen Bearbeitung präsentieren. Wenn Sie ein Rezept erwartet haben, muss ich Sie enttäuschen, dann bräuchten wir aber wahrscheinlich diese Tagung auch nicht zu machen, wenn es das schon gäbe. Wenn ich das nicht mehr schaffe, verlagern wir das einfach mit in die Diskussion. Okay, zum Punkt 1. Nur mal eine Folie, die ich Ihnen hier zeigen will. Das ist aus einer der bekannten Mitte-Studien, die periodisch immer wieder durchgeführt werden. Und die zwei Kategorien, die hier gefragt wurden, über Itemfragen, Fremdenfeindlichkeit, hier Ausländerfeindlichkeit genannt, und Chauvinismus, also eine nationalistische Komponente. Da sehen Sie in der Altersgruppe 14 bis 30 stimmen in Ostdeutschland 38%
90% der befragten ausländerfeindlichen Aussagen zu. Also ein wahnsinnig hoher Wert hier in dieser Umfrage. Und das vielleicht aber auch noch als Vorbemerkung, das sind eben, und das hat die Tagung ja auch gezeigt, nicht alles harte Rechtsextreme, die sozusagen die Bundesrepublik Deutschland als demokratische Systemordnung abschaffen wollen, sondern das reicht bis in die Mitte der Gesellschaft, das ist auch keine Neuigkeit, aber damit haben es eben Lehrerinnen und Lehrer in der Schule und haben es Pädagogen zu tun. Wir haben es nicht nur mit den gewalttätig strafrechtsrelevanten Fällen zu tun, sondern eben mit einer ganzen Bandbreite von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in ganz unterschiedlicher Weise ideologisiert und sozusagen auch in ihrem Lebensumfeld sozialisiert sind. Okay, ich komme auch schon zum Punkt 2, dem Problem der Auseinandersetzung. Ich habe in meiner Dissertation unterschiedliche Handlungsstrategien bei Lehrerinnen und Lehrern herausgearbeitet in qualitativen Interviews mit sächsischen Politiklehrerinnen und Lehrern. Und Sie sehen hier eine ganze Bandbreite von Strategien, die Sie in der Auseinandersetzung mit Schülerinnen und Schülern finden können. Also das geht tatsächlich von einem ganz starken Gegenargumentieren, Grenzen setzen, Aufklärungsarbeit leisten, bis hin dazu, dass man die Grenzwerte für das Vorhandensein von rechtspopulistischen Einstellungen, rechtsextremen Einstellungen so hoch ansetzt, da sind sie dann tatsächlich schon im strafrechtsrelevanten Fall, dass sie als Lehrer dann gar nicht mehr aktiv werden können, sondern den Staatsschutz einschalten müssen. Das habe ich mit Grenzwerte hoch ansetzen in meiner Arbeit bezeichnet. Diese Lehrerinnen und Lehrer haben auch das Gefühl, sie haben mit dem Thema gar nichts zu tun, weil es das bei ihnen nicht gibt. Es sind eben keine strafrechtsrelevanten Fälle aufgetreten. Ich möchte Ihnen aber eine andere Strategie vorstellen am Beispiel, die ich besonders problematisch finde für die pädagogische Auseinandersetzung. Und das ist die Strategie Burgfrieden sicherstellen. Und da habe ich Ihnen ein Beispiel eines Lehrers hier mitgebracht, Herr Blechschmidt, der in einer Mittelschule, sächsischen Mittelschule unterrichtet, also bis zur 10. Klasse. Und auf die Frage, sozusagen, ich habe das in den Fragen auch immer sehr variabel gehalten, mit rechtsextrem, rassistisch, also mit unterschiedlichen Begriffen auch gearbeitet, dass sozusagen nicht nur eine bestimmte Form hier angesprochen wird. Und er hat mir also von einem Schüler berichtet. Und ich lese Ihnen mal diesen Interviewausschnitt vor. Also ich hatte auch mit einem Schüler, der war wirklich so eingestellt, die Mutti wusste das auch und war auch schon ein Kerl, war aber, sagen wir mal, auf den Klassenlehrer nicht schlecht zu sprechen. Also der hat sich mit seinem Klassenlehrer ordentlich vertragen, also mit mir, lacht. Und demzufolge habe ich gesagt, du kannst Meinungen haben, was auch immer du willst. Damals war ich ja auch noch nicht Gemeinschaftskundelehrer, dass ich mich jetzt von Berufswegen berufen fühlte, darauf einzugehen. Ich sage, aber du hast dich hier anständig zu benehmen. Du hast dich auch auf der Klassenfahrt anständig zu benehmen. Ich möchte nicht, dass mir irgendwelche Klagen kommen. Und was du ansonsten politisch denkst, das ist deine Überzeugung. Ich habe eine andere. Und das hat auch geklappt. So. Im Seminar mache ich dann immer so eine kleine Analyse und alle sollen mal so sagen, was finden Sie da drin? Ich habe es Ihnen jetzt schon vorher gezeigt. Für mich wird hier deutlich, dieser Lehrer handelt eigentlich mit diesem Schüler so eine Art Burgfrieden aus. Der weiß genau, der hat Potenzial, der kennt genau seine Einstellung und der macht so einen Deal mit dem, du verhältst dich anständig und dann lasse ich dich auch in Ruhe. Und wenn Sie noch mal ganz genau hinschauen, der räumt dem sogar einen Spielraum ein. Denn der sagt, der Schüler muss im Grunde entscheiden, wie weit er das treiben kann. Und zwar die Grenze ist, dass dem Lehrer, wie er hier sagt, Klagen durch Dritte entgegengebracht werden. Also alles, was unter dieser Schwelle ist, ist scheinbar auch noch okay. Aber dann, wenn es den Lehrer sozusagen betrifft, wenn er in seinem Verantwortungsbereich hier angegriffen wird, dann ist es nicht mehr okay. Und dieses Motiv finden Sie nicht bei allen, das ist jetzt sozusagen ein Typ, den ich mal rausgenommen habe. Das ist ein sehr problematischer Typ, den finden Sie aber doch auch häufig. So, warum habe ich gesagt Systemfalle? Man kann diese Interviews, die ich geführt habe, daraufhin analysieren, welche Professionsvorstellungen diese Lehrerinnen und Lehrer haben. Also was haben Sie eigentlich für ein Rollenbild? Wofür sind Sie da? Was ist Ihnen wichtig? Da sagt dieser Herr Blechschmidt, naja, aus meiner persönlichen Sicht hat die Schule so viele Aufgaben oder so viel ausgleichend zu wirken, dass wenn man jetzt noch die Auseinandersetzung sucht, wann soll man dann noch Zeit für den Unterricht finden? Also im Prinzip sucht man als Klassenlehrer immer den Ausgleich und sagt, die Streitereien, die haltet mal hier raus. Wir wollen hier ja einen ordentlichen Schulabschluss machen. Und da können wir uns nicht die ganze Zeit, die ganze Unterrichtsstunde und die Pause und sonst wie noch zoffen.
von diesen Ausschnitten finden Sie ganz viel bei diesem Lehrer. Und wenn man da mal hinguckt, was das dann am Ende ist, ja, dann ist es eine ganz klare Fokussierung auf Qualifikation und Abschluss. Ja, also dieser Lehrer sieht als sein Kerngeschäft Berufsqualifizierung, einen guten Abschluss zu machen. Und Sie sehen, es gibt noch andere, die für Schule wichtig sind. Ne? Demokratieerziehung, mündige Bürger, das ist eine Querschnittsaufgabe der gesamten Schule, nicht nur eines Faches. Die kommt im Grunde noch völlig marginalisiert bei diesem Lehrer vor. Und wenn Sie jetzt noch was Drittes dazu nehmen, nämlich wie dieser Lehrer sich rechtsextreme Einstellungen oder eben auch solche rechtspopulistischen Gedankengebäude erklärt. Das habe ich jetzt mal bei einem anderen Lehrer rausgenommen. Ich hätte es auch bei ihm machen können, aber bei dem anderen Lehrer, den ich jetzt zeige, wird es noch mal deutlicher. Dann sagen die sowas. In dem Falle Herr Kern, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Also nicht jede von der optimalen Mitte da abweichendes Verhalten ist ja gleich radikalisiert oder sowas. Sondern da ist auch sehr viel jugendliche Unausgegorenheit und Provokantentum sicherlich teilweise mit dabei. Aber das, was die Schüler sagen, er hört eben entsprechend auch die Musik so. Aber er heißt Philipp, dieser Philipp wird also, kann ich mir nicht vorstellen, auch von seinem Typ her, dass der jetzt hier irgendwie aktiv wird oder agitiert oder sowas. Das entspricht nicht seinem Wesen. Das ist einfach, seine Denke ist halt eine, die für ihn so ist, von der er sich vielleicht auch wieder trennen wird, das weiß ich nicht, aber das muss ja alles mit 17 Jahren nicht manifest sein. Es klingt kurios, aber das sind tatsächlich sozusagen Erklärungsstrategien, die Sie bei Lehrern finden, wenn Sie sich Fälle schildern lassen, konkrete Fälle. Und Sie sehen, was taucht da auf? Das ist ein entwicklungspsychologisches Argument, ne? Man ist in einer bestimmten Lebensphase anfällig, aber das gibt sich. Und wenn Sie das jetzt zusammennehmen, wenn die Lehrer ein entwicklungspsychologisches Erklärungsphänomen haben, auf Qualifikation und Abschluss vorbereitet sind, dann ergibt dieses Handeln für die jeweiligen Lehrer sogar Sinn. Die haben noch nicht mal das Gefühl, sie haben das Gefühl, erfolgreich zu handeln. Und das ist sozusagen das, was ich mit Bildungssystemfalle an der Stelle beschreibe. Also Sie stehen natürlich auch unter einem Druck. Sie müssen gute Prüfungen für Ihre Schüler sicherstellen. Und das ist sozusagen was, was auch nicht jetzt nur, es klingt jetzt alles sehr lustig, aber es ist nicht nur den Pädagogen selbst anzulasten. Sie befinden sich dort in einem System, in dem das ihnen auch nahegelegt wird, in dem die demokratiebildende Funktion von Schule eben auch nicht mehr so betont wird, wie das vielleicht notwendig wäre. So, okay, und dann kommt man eben zu einem Strategiemuster, wie es hier zu finden ist, das am Ende heißt Auseinandersetzung vermeiden, Sicherheit gewinnen, Sicherheit für das Kerngeschäft von Unterricht. Und das ist natürlich hochproblematisch. Jetzt schau mal, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ach, so viel noch, okay, gut. Dann gehe ich an der Stelle mal weiter und stelle Ihnen ein paar im Anschluss daran formulierte Bausteine zu einer angemessenen Bearbeitung vor. Wie Sie sich denken können, ist mein erster Punkt, gerade im Hinblick auf dieses Beispiel, der erste Baustein ist, den Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule tatsächlich ernst zu nehmen und nicht einseitig auf diese eine Qualifikationsfunktion abzuheben, sondern tatsächlich das, was Schule auch ausmachen soll, mündige Bürgerinnen und Bürger für unsere Demokratie zu erziehen und zu bilden, das eben auch in den Mittelpunkt zu stellen. Das Zweite, und das wird bei dem Lehrer deutlich, wo ich Ihnen dieses zweite Beispiel jetzt gezeigt habe, der so drum, eigentlich so ein bisschen drumherum geredet hat. Ne? Er sagt, das ist ja eigentlich, kann ich mir das bei dem nicht vorstellen. Das ist halt so bei dem manchmal. In einem anderen Interviewausschnitt sagt er, naja, der bringt das so auf recht zivilisierte Art und Weise an. Also Menschenverachtung auf recht zivilisierte Art und Weise. Und das ist genau das, was ich, Frau Diehl, was Sie sozusagen, finde ich, als These gut belegt haben. Also hier wird dann mit rechtspopulistischen Positionen, die sind eben noch, vielleicht noch in einem demokratischen Diskurs irgendwie zu ertragen, irgendwie zu inkludieren, wird sozusagen eigentlich eine rechtsextreme Ideologiedimension eingespeist. Und hier wäre tatsächlich eine viel stärker rassismuskritische Perspektive vonnöten. Also die auch konsequent in bildungs- und pädagogischen Zusammenhängen einzunehmen und wachsam zu sein. Das Dritte ist, wird Sie auch nicht verwundern, Hintergrundwissen aufzubauen. Also Lehrerinnen und Lehrer wissen über die aktuellen Formen rechtsextremer Jugendkultur doch dann am Ende erstaunlich wenig.
Wenn Sie einen autonomen Nationalisten noch nie vom Wort gehört haben, auch nicht wissen, wie der aussieht, sozusagen welchen Habitus der hat, auf welchen Foren und wie der sozusagen im Internet, wie das Internet überhaupt eine Rolle spielt in dieser Szene, dann können Sie auch wenig sozusagen mit Ihren Schülerinnen und Schülern darüber reden oder überhaupt an der Stelle auch aktiv werden. Insofern bedarf es hier auch tatsächlich über das, was sowieso in den Ideologiedimensionen immer über Jahrzehnte und Jahrhunderte, kann man sagen, überdauert, einer Aktualisierung oder Anwendung auf die jeweils modernen und aktuellen Phänomene, die sich teilweise auch schnell ändern. Das mag auch sein. Dann ist für den Baustein 4 die tragfähige Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung eine der vielleicht der Schlüsselpunkte im pädagogischen Prozess. Auch das ist eigentlich eine Binsenweisheit pädagogischer Auseinandersetzung ist, oder pädagogischen Arbeitens, ist aber gerade in der Auseinandersetzung mit Schülerinnen und Schülern, die auf dieser Skala, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, sozusagen sich irgendwo befinden, eine ganz wichtige Komponente. Wenn Sie nicht sagen wollen, die schreibe ich von vornherein ab, die sind von vornherein draußen. Wenn Sie sagen, noch die Hoffnung haben, hier einen positiven Akzent setzen zu können als Pädagoge oder Pädagogin und sozusagen einen Einfluss auch geltend zu machen, dann ist das sozusagen der erste Ansatz, eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung zu bekommen. Und das waren tatsächlich in den Interviews, die ich geführt habe, dann auch Situationen, in denen daraus jetzt, ich benutze mal das Wort, keine lupenreinen Demokraten geworden sind. Aber indem beispielsweise ein Schüler dann zu seinem Lehrer in der 10. Klasse gegangen ist und hat gesagt, ja, wir waren ja politisch doch unterschiedlicher Meinung, aber Ihr Unterricht hat mich zum Nachdenken gebracht. So, jetzt kann man überlegen, wo stand der auf der Skala? Erschütterung fester Gewissheiten, Zweifel ist vielleicht bei diesem Schüler schon ein pädagogischer Erfolg gewesen. Und dafür ist das eben auch Voraussetzung. Dann ist was wir viel zu wenig haben in der pädagogischen Arbeit ohnehin, aber in dem Feld sowieso noch mehr, die Reflexion des eigenen Handelns. Also wenn diese Lehrer, die ich da interviewt habe, alle meinen, sie haben erfolgreich gehandelt, dann bringt es nicht, sie mit der Moralkeule sozusagen, mit der Moralkeule zu überzeugen davon, dass sie hier nicht gut gehandelt haben. Sondern es wäre wichtig, in einem wiederum Reflexionsprozess sie da hineinzubringen, dass sie aus diesem Hamsterrad des täglichen pädagogischen Arbeitens, der vielen Unterrichtsstunden, die sie zu halten haben, mal raustreten können und tatsächlich sich anschauen können, was sie im Unterricht jeden Tag machen. Und der Punkt 6 ist mir persönlich auch besonders wichtig, das verfolgen wir jetzt in unserem Projekt auch massiv, dass wir Experten politischer Jugendarbeit in diese Arbeit integrieren. Die Felder Schule und außerschulische politische Jugendarbeit sind häufig noch viel zu sehr getrennt. Wir haben hier Experten in Stiftungen sitzen, in Projekten, die sich mit Prävention und Reaktion auf Rechtsextremismus befassen, die jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit haben, die aber zum Teil völlig von Schule abgeschnitten sind. Schulsozialarbeit ist ein anderes Feld. Hier eine sinnvolle Verknüpfung hinzubekommen, wäre extrem wichtig, um Jugendliche sozusagen auch und junge Erwachsene besser erreichen zu können. Also was sind pädagogische Basics? Das will ich vielleicht auch nochmal sagen, weil sozusagen das schließt an das Dekonstruieren an, was wir hier auch in den vergangenen Vorträgen hatten. Themen, die bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen relevant sind, sozusagen auch in dem rechtspopulistischen Raum ja immer wieder eine Rolle spielen, also so ein Nationalismus, der das Heil in der Nation sieht. Ja, also sozusagen die Rückführung auf das Nationale, wir machen die Grenzen dicht, wir konzentrieren uns auf uns. Und sagen, das sind ja auch populistische Positionen, die im Unterricht vorkommen, die zu dekonstruieren, dort aufzuklären. Das zweite autoritäre Heilsversprechen, Law and Order, Todesstrafe, wunderbares Thema. Da finden Sie dann, wenn Schülerinnen und Schüler so eingestellt sind, ich habe eine Klasse gehabt, die ich unterrichtet habe, von 15 hätten 15 für die Todesstrafe gestimmt. Ja, und felsenfest davon überzeugt. Und das sind sozusagen Themen, wo Sie auch dekonstruieren können.
Islamophobie haben wir auch schon an dieser Tagung angesprochen und vielleicht auch noch dieses letzte, dieser kulturalistische Rassismus, der immer mehr Einzug hält, sozusagen. Eigentlich ist das auch ein ganz klassischer, versteckter biologischer Rassismus, aber es wird eben nicht mehr an der Ethnie festgemacht, sondern es wird eben an der Kultur fest, die passen nicht zu uns, die Religion passt nicht zu uns und letztendlich, wenn man aber guckt, ist es ganz ähnlich auch, oder letztendlich das Gleiche auch wie der biologische Rassismus. Dort aufzuklären ist sicherlich wichtig. Das ist aber nur ein Punkt. Und ich glaube nicht, dass wir damit alle Schüler erreichen oder alle jungen Erwachsenen erreichen werden. Da kann man sich mal überlegen, wo fruchtet Aufklärungsarbeit noch? Da, bei diesem, ich mag das, den Begriff eigentlich nicht des Normaljugendlichen, ich habe den jetzt hier von Schubert übernommen, da vielleicht. Ne? Aber je weiter wir in die andere Richtung gehen, da wird es schwieriger mit Aufklärungsarbeit, weil, wie ich das auch schon vorhin in meinem Beitrag mal gesagt habe, das wird eingebaut, Argumentationsstrukturen werden einfach assimiliert und eingebaut und sie bewirken dort kaum was. Deswegen ist die Frage, was machen wir mit den anderen? Wir können sie verloren gehen, wir können sagen, interessiert uns nicht. Ich habe Ihnen mal drei zum Abschluss und dann bin ich auch schon am Ende, drei Reaktionsmuster abgebildet. Das eine ist das ganz Bekannte, keine Toleranz der Intoleranz. Das bedeutet Ausgrenzung, Ausschluss. Kann eine notwendige Strategie sein in bestimmten Situationen. Ja, wenn ich dort zwei, drei junge Leute habe, die die Klasse oder sozusagen auch die Jugendgruppe, das kann ja auch in einem anderen Zusammenhang, kirchliche Jugendgruppe, anderer Zusammenhang so beeinflussen, dass ich ganz massiv dort Grenzen setzen muss. Dann ist das sicherlich eine richtige Strategie. Ich halte sie aber als generelle Strategie für die pädagogische Auseinandersetzung für nicht so weit führend. Für die gesellschaftliche Auseinandersetzung im Umgang mit Pegida, im Umgang mit anderen Themen, die wir an diesem Tag besprochen haben, halte ich es für genau die richtige Strategie. Aber im pädagogischen Prozess müssen aus meiner Sicht Räume da sein, und da komme ich zum zweiten Punkt, es gibt den schönen Satz, der pädagogischen Toleranz gegenüber den noch Intoleranten. Also wir müssen Möglichkeiten im pädagogischen Prozess haben, wo jemand sozusagen eine Einstellung äußern kann, eine Position äußern kann, die wir im gesellschaftlichen Raum nicht mehr akzeptieren würden, im gesellschaftlichen Kampf vielleicht auch nicht akzeptieren würden, aber die wir im pädagogischen Prozess bearbeiten, weil es ein pädagogischer Prozess ist. Und da hilft sozusagen eine Schwarz-Weiß-Haltung des Pädagogen oder der Pädagogin an der Stelle auch nichts. Das hat was mit Akzeptanz der Person bei gleichzeitiger Ablehnung menschenfeindlicher Haltungen zu tun, setzt auch wieder Beziehungsarbeit voraus und ist letztendlich auch in die Situation, in die jeweilige Situation auszudeklinieren. Und eine dritte Form, die vielleicht ganz praktisch ist, es gibt sowas wie konfrontative Verunsicherung, dort geht man ganz aktiv auf junge Menschen zu und konfrontiert sie mit Widersprüchen in ihrer Argumentation, zum Teil subversiv, zum Teil sozusagen auch dekonstruktiv, aber versucht darüber ins Gespräch, in die Auseinandersetzung zu kommen, ohne allerdings zu moralisieren. Also ohne immer gleich sozusagen den Standard, den wir vielleicht haben wollen oder wo wir sagen, das sind überzeugte Demokraten und so stellen wir uns unsere Gesellschaft vor, den immer gleich mitzuliefern und drüber schweben zu lassen, sondern auch mal sagen, es reicht mir, wenn ich da mal kurz den Zweifel reingebracht habe. Wenn ich das geschafft habe, ist es auch schon ein Erfolg. Ja, und diese Sachen versuchen wir zum Teil in diesem Projekt, was wir jetzt in Sachsen starten, mit neuen Berufsschulen. Berufsschulen, die letzte Möglichkeit, auch junge Menschen zu erreichen, bevor sie aus dem Bildungssystem dann auch entschwunden sind. Die versuchen wir hier einfließen zu lassen und auch ein Stück weit umzusetzen. Vielen Dank. So, dann würde ich öffnen. Fragen, die von Ihrer Seite kommen. Eins, oder fangen wir mal hier an, die Dame hat noch gar nicht, also mal. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ja, ich habe gleich eine Frage, und zwar, es geht von starken Lehrern bzw. Lehrerinnen und starken Schülern bzw. Schülerinnen gesprochen, aber wie ist das in umgekehrter Form? Es kann ja auch von Lehrern ausgehen oder von Lehrerinnen. Wie geht man denn damit um? Ist das auch in dem Projekt erwähnt? Oder wird das bearbeitet? Machen wir gleich. Ja. Nächstes an, oder? Jetzt ist es an.
Sie haben völlig recht, wenn Sie den einen Ausschnitt, den ich hier gezeigt habe, wenn ich Ihnen andere Interviewausschnitte gesehen, gezeigt hätte, dann wäre ganz klar gewesen, dass dieser Lehrer, dass seine eigenen politischen Einstellungen ihn noch mehr, also noch massiver in seiner Arbeit behindern, weil er eigentlich als Problem an seiner Schule ausgemacht hat, eine andere Gruppe, die zum Beispiel einem Jugendoffizier der Bundeswehr den Zutritt zur Schule verweigert haben mit einer Sitzblockade, weil sie eben den Jugendoffizier der Bundeswehr nicht in der Schule haben wollten. Und also das ginge gar nicht. Das war sozusagen das Problem des Lehrers. Also das ist die eigentliche Problemrichtung. Und wenn Sie natürlich Lehrerinnen und Lehrer haben, die selber Einstellungen im rechtspopulistischen Bereich aufweisen, ja, dann wird es schwer. In dem Projekt ist es so, dass ich denke, es ist freiwillig. Dort werden sich Lehrerinnen und Lehrer melden, die tendenziell ein Interesse daran haben, das Thema für sich zu bearbeiten. Aber wir werden es wird Teil dieses Projektes sein, ein Punkt ist, Lehrerinnen und Lehrer sprachfähig zu machen in aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Da sind wir genau wieder bei den Flüchtlingsfragen, bei Pegida, bei Gender-Themen. Man kann die Reihe fortsetzen. Und also Sie werden erwarten dürfen, dass das kontrovers wird. Und davor habe ich aber auch keine Angst. Und da geht es mir auch gar nicht darum, jetzt irgendwas verbindlich festzuschreiben, sondern es geht eher darum, miteinander dann die Grenzen zu besprechen, wo sozusagen eine legitime gesellschaftliche Diskussion da ist, für die es unterschiedliche Lösungsansätze, auch politische Positionen gibt und wo diese Position im Grunde oder diese Diskussion nur geführt wird, um rassistische, rechtsextreme Ressentiments und Vorurteile und Stereotype zu pflegen. Das wäre dann Ziel sozusagen des Gesprächs innerhalb des Projektes über diese Themen auch. Und da versuchen wir das auch genau mit solchen Themen zu initiieren, eine Selbstreflexion auch zu initiieren. Ich habe zwei Anmerkungen. Die erste zu Frau Schellenberg. Also Ihre Anmerkung, dass man ganz viel über Sprache machen muss, finde ich extrem wichtig. Ich habe selbst Fokusgruppen mit Kindern gemacht zu ihrem Demokratieverständnis. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass Kinder mit Migrationshintergrund, ich muss es jetzt leider so sagen, von hautfarbenen und anderen Kindern sprechen. Die kennen das von den Stiften in der Schule. Und es gibt die hautfarbenen Kinder und die farbigen Kinder. Also das nur so als Anmerkung, wie relevant es eigentlich ist, auf jeder Ebene über Sprache nachzudenken. Und zu Herrn Behrens, ich würde Ihnen auf jeder Ebene quasi zustimmen, gerade was Ihre Handlungsbausteine oder wie Sie es genannt haben angeht. Ich frage mich nur, ob wir nicht viel früher anfangen müssen, ob wir nicht in die Grundschulen reingehen müssen und vor allen Dingen auf einer viel niedrigeren Ebene des Lernens von Demokratie anfangen müssen. Das Thema, es gibt verschiedene Meinungen, diese Meinungen haben ein Recht zu existieren. Was ist Toleranz? Wie funktioniert Demokratie eigentlich? Und wenn ich da oben erst anfange, habe ich einfach die Befürchtung, dass es ganz, ganz schwierig wird und sehe da aber auch eben ein ganz, ganz großes Problem, weil in den Grundschulen ja überhaupt kein Raum eigentlich dafür vorgesehen ist. Oder war das eher ein Statement? Aber ich mische mich gerne ein. Mit der Sprache, ne? Das war jetzt das Statement, ich glaube, ich kann da gar nicht. Ich nehme es an, also ich habe ja auch in meiner Dissertation Diskursanalysen gemacht und mir ging es darum, genau herauszuarbeiten, akteursspezifisch. Also ich habe mir verschiedene Akteure angeschaut, also sowohl die Polizei als auch die Politik. Und in der Politik habe ich mir die sächsische Staatsregierung angeschaut, verschiedene politische Parteien, die Bundesregierung habe ich mir auch angeschaut. Dann eben für die Böll-Stiftung auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und da habe ich ganz genau die Sprache analysiert, wie dieser Fall gefasst wird und dadurch eben auch diese völkischen Bezugssysteme feststellen können bei einigen Akteuren. Was mir auch aufgefallen ist und was sich meiner Meinung nach auch in der Realität jetzt sehr
deutlich bestätigt ist, dass damals die CDU in Sachsen und die Bundes-CDU ganz unterschiedlich argumentiert haben. Also die CDU in Sachsen ist sehr stark völkisch in die Argumentation eingestiegen, während die CDU in die Bundes-CDU inzwischen das nicht mehr so tut. Ja? Das war Anfang der 90er Jahre ein bisschen anders. Das sieht man sicherlich jetzt auch bei der Flüchtlingsdebatte. Die CDU bundesweit ist anders aufgestellt. Sie ist immer noch nicht ganz, also sie ist eher gespaltener, ja, aber da gibt es, an so einen sprachlichen Sachen kann man dann sehr schön feststellen, ja, wie das Demokratieverständnis, habe ich auch untersucht, auch ganz spannend von verschiedenen Akteuren ist und wie eben dieses völkische Bezugssystem ist. Und jetzt muss ich ganz schnell, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, noch was zu den Lehrerinnen sagen, weil ich finde das auch ganz spannend, wenn man sich die Einstellungsuntersuchungen in Deutschland anschaut über die Jahrzehnte, dann sieht man, dass die Menschen tatsächlich immer demokratischer, immer aufgeschlossener werden und weniger rassistisch, weniger fremdenfeindlich etc. So, und das bedeutet ja auch, auf die Lehrer und Schüler runtergebrochen, dass wir ein ganz großes Problem vor allen Dingen auch bei Lehrern haben. Und ja, wie geht man damit um, dass die quasi immer wieder ihre Vorurteile dann auch quasi den Kindern mitgeben und Schülern mitgeben können? So. Ich vielleicht nur ganz kurz, ich bin völlig d'accord. Also Demokratie von Anfang an. Wir können immer eine Stärkung der politischen Bildung an der Stelle brauchen. Es ist allerdings auch so, ich habe hier eine Folie drin, es gibt wahnsinnig viel Material, dass man sozusagen in der Auseinandersetzung zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nutzen kann, wozu es nichts gibt und warum die Robert-Bosch-Stiftung auch dieses Projekt gefördert hat, ist die Auseinandersetzung mit tatsächlich schon rechtsaffinen oder eingestellten Schülern. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck. Und deswegen würde ich ihm völlig recht geben, jegliche Anstrengung, das früher zu machen, mit Demokratieerfahrung und Bildung zu verbinden, ist gut. Ich glaube, dass das jetzt hier ein Punkt war, mal auf einen ganz blinden Fleck zu reagieren, den es eben auch gibt. Ja, also das knüpft ganz gut dran an, weil meine Frage wäre genau in die Richtung gegangen, ob Ihnen eigentlich so bekannt ist, ob das, was Sie jetzt präsentiert haben, ob es da Bestrebungen zumindest mal gibt. Ich bin ja vorsichtig, aber ob es Bestrebungen gibt, sowas zum integralen Bestandteil der pädagogischen Ausbildung zu machen, weil das wäre ja eigentlich das, worauf es ankäme. Ne? Und zwar in allen, auf allen Ebenen, von Erzieherinnen, Erziehern, angefangen über grundschulpädagogisches Personal und berufsschulpädagogisches Personal, ne? Beziehungsweise das wäre umgekehrt ja für uns dann auch nochmal eine gemeinsame Aufgabe, darauf zu drängen, dass das systematischer Bestandteil der Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung würde. Also die Kollegin, die gerade hier auf dem Platz vorher saß, aus Jena, die hat mir gesagt, sie schaffen es jetzt gerade in Jena ein Modul zu installieren, wo das zum Beispiel in der Lehrerin- und Lehrerausbildung tatsächlich als Modul auch verpflichtend drin ist. Wir machen das in Dresden, biete ich das zum Beispiel an, es wird gut besucht, es wird gut nachgefragt. Ich glaube, wichtig sozusagen in diesen Modulen ist letztlich auch dann das, was, und da würde ich jetzt zu Frau Schellenberg die Brücke finden, die interessantesten Sitzungen in meinen Seminaren sind letztendlich auch die wieder, wo ich sozusagen die inhaltliche Debatte über sowas wie deutsche Leitkultur mal in den Mittelpunkt stelle. Weil da machen Studierende eine Selbsterfahrung. Wie reden sie über dieses Thema? Und das ist so, also sie können sozusagen viel auch an Strategien vermitteln, an Wissen schütten über dieses Thema, das nehmen die auch alles auf, aber selbst dann festzustellen im Seminar, Moment mal, wir kommen gar nicht überein in unserer Argumentation. Und wie gehen wir jetzt damit um? Was bedeutet das? Also und dann kommt man auch vielleicht an solche Dinge ran, die Sie gesagt haben, ne? Dass man sagt, also wo werden eigentlich Rassismen auch fortgeschrieben, letztendlich durch den pädagogischen Prozess und das zu reflektieren. Aber wir bräuchten es mehr. So bin ich doch da gereizt, noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe ein Projekt mal koordiniert mit der Bertelsmann-Stiftung, wo wir uns auch sehr stark mit dem Thema Bildung, Pädagogik auseinandergesetzt haben. Und ein Teil davon ging um Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen für Toleranz, hieß es damals,
mit dem Deutschen Jugendinstitut in München zusammen, was eben auch zu diesem Ergebnis kam, dass man eigentlich möglichst früh ansetzen muss, also gerne schon im Kindergartenbereich, dass man Eltern unterstützen muss, auch bei Erziehungsproblemen, damit diese Kinder, die Erziehungsprobleme haben und auch vielleicht sogar Temperamente haben oder eine gewisse Offenheit vom Temperament her in eine bestimmte Richtung zu gehen oder ein problematisches Elternhaus, was das verstärkt, dass man die möglichst früh auch begleitet und stützt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt war, das war gemeinsam mit dem Albert Scheer aus Freiburg von der Pädagogischen Hochschule, so ein Konzept entwickelt zum Thema Bildung für die Einwanderungsgesellschaft und sich überlegt, wie können wir, das bindet dann wieder zurück zu meinem Vortrag auch, wie können wir quasi die Gesellschaft, in der wir leben und in der wir leben wollen, im Schulunterricht vermitteln und leben. Also Demokratie, Leben auch so als Stichpunkt und Vielfalt leben. Und da möchte ich eine Anregung vielleicht noch draus ziehen. Länderaustausch, also Stichpunkt Hypothese, jetzt bin ich. Ist jetzt gerade weg, aber also dass man quasi anregt, Lehrer aus verschiedenen Bundesländern auch zusammenzubringen. Ja? Kontakthypothese, jetzt habe ich es. Also die Kontakthypothese. Das heißt, dass wenn man Kontakt mit unterschiedlichen Menschen und Lebensvorstellungen und so weiter hat, dass man insgesamt ganz offen und ganz normal mit allem umgeht, was einem umgibt. Und das ist tatsächlich in bestimmten Bundesländern, und wenn Sie jetzt gerade Sachsen sich vornehmen, ist das ein Problem. Da gibt es kaum Vielfalt. Da gibt es kaum Migration. In den letzten Jahrzehnten gab es das nicht. Leipzig ist die Stadt mit dem höchsten Anteil von Migranten, 8%. Also München hat 36%, Frankfurt hat noch mehr, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was Frankfurt hat, aber und eine kleine Anekdote vielleicht zum Schluss. Ich habe mal in Berlin unterrichtet, auch mit vielen Brandenburger Schülern, und da hatte ich diese Kontakthypothese dann auch mal im Unterricht erklärt, und dann meldete sich ein Student, ich fand das ganz wahnsinnig, und sagte, jetzt hätte er was verstanden, und hat dann so von sich selbst erzählt, wie er als Schüler in Brandenburg aus einem kleinen Dorf in Brandenburg einen Schüleraustausch gemacht hat nach Köln, und dann sagte er, wir haben es nicht verstanden, dass die, wie gesagt hat, dunkelhäutigen Schüler akzeptiert wurden als gleichwertig in den Klassen. Ne? Und ich fand es wahnsinnig ehrlich, wie er das so gesagt hat, und ich fand es auch, also es bestätigt ja auch alle möglichen Studien, ja, und ist dann wiederum Beleg für die Kontakte, ein empirischer Beleg direkt gewesen für diese Kontakthypothese. Und deswegen vielleicht mein spontaner Vorschlag, es wäre doch interessant, so Austausche zu machen zwischen verschiedenen Lehrern aus verschiedenen Bundes, also mit verschiedenen Erfahrungshorizonten, um einfach zu sehen, wie unterschiedlich Realität auch in Deutschland ist und Normalität auch, also vom Normalschüler zur Normalität in Deutschland. Eine Rückmeldung dazu? Ja, ich habe mir es gleich notiert. Ich will das nur unterstützen insofern, dass ich das Bild weitergebe. Ich kann in meinen Seminaren über Migration sprechen. Also wir können über Migration sprechen, ohne dass irgendjemand mit diesem Hintergrund in diesem Seminaren sitzt. Und das ist, das macht natürlich was. Ne? Also das ist was ganz anderes, wenn Sie hier in Frankfurt ein Seminar machen oder Sie machen das in Dresden unter diesen Bedingungen. Und deswegen ist das ist auch sozusagen gleich wieder eine Argumentation dafür, moralisieren und sozusagen, jetzt, das, ne, das bringt nichts. Weil das, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz zu sagen, man versucht, also diese Kontakthypothese ist, denke ich, hat sehr viel Positives. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das Mikrofon ist jetzt bei der Dame schon da hinten. Danach sind Sie in der ersten Reihe. Ja, ich habe leider nicht die... Schauen Sie, ganz einfach gelöst. Danke. Das ist aber ja, ich muss Ihnen auch sagen, dass ich sehr froh darüber bin, dass Sie aus dem Osten Deutschlands kommen. Denn hier entsteht... Ja, so muss ich es gerade sagen. Denn hier entsteht bei mir und anderen Bekannten und Freunden allmählich der Eindruck, dass in den
östlichen Staaten das Ganze viel rechter abläuft als hier. Und ein gutes Beispiel, ich meine, ist Pegida und so weiter. Und da war so ein Höhepunkt, da ging es ja dann auch hier um der 9. November, das ist ja Erinnerung an die Pogromnacht. Und da hat auch da Pegida demonstriert. Und dadurch gab auch hier, entstanden natürlich auch die Ansätze für Antisemitismus bei vielen jüdischen Bürgern und auch anderen. Also dadurch ist so ein Eindruck entstanden, dass das wurde ja auch hier schon mehrmals gesagt, in den ostdeutschen Ländern, ich weiß nicht warum oder ich habe keine richtige Idee dazu, stärker vertritt. Ich hatte nun das Glück, ich war ja Lehrerin, aber ich war... Ein bisschen mehr reinsprechen. Ich war Lehrerin, aber ich war es hier in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, an einem eher fortschrittlichen Gymnasium. Und ich hatte also nicht so sehr das Problem eher mit linken Schülern zu diskutieren als mit Rechten und Schülerinnen. Und das war auch im gesamten Kollegium und selbst bei der Direktion so der Fall. Insofern fällt es mir natürlich dann, habe ich sehr viel Verständnis für das Sie vorgetragen haben, vor allen Dingen, wenn Sie da in beruflichen Schulen unterrichten, da scheint es mir jetzt noch schwieriger zu sein als an den Gymnasien. Und deswegen bewundere ich das sehr, auch das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben als Reformen und hoffe sehr, dass das auch einen Fortschritt für Sie alle bringt. Wunderbar. Ich würde jetzt gerne Frage 1, 2 und 3 sammeln und dann noch gerne ein bisschen in den Austausch gehen zum Abschluss. Meine erste Frage geht an Frau Schellenberg. Super, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte mit Ihnen kurz über diesen strukturellen Rassismus sprechen. Und zwar, ob Sie in den Akten, die Sie gesichtet haben, die Passage finden zwischen Passivität beim Zuschauen, weil man könnte sagen, das ist mir so unerträglich, ich gehe. Aber die gehen nicht, die bleiben und schauen zu. Und den strukturellen Rassismus. Haben Sie mehr Informationen über das, was die Zuschauer gemacht haben, bei diesem Fall und eventuell bei anderen? Damit verbunden ist auch, und da geht es auch eine Frage an allen, also die etwas davon erfahren. Also es gibt einen Begriff, der mich immer wieder irritiert, der überwiegend von der Linke verwendet werden, das ist Biodeutsche. Und Biodeutsche wird im Gegensatz zu Kulturdeutsche benannt, um eben nicht die Migranten zu diskriminieren, weil sie doch deutsch geworden sind. Und das erste Mal, dass ich gehört habe, das war in einem Taz-Kongress in Berlin, ironiefrei vorgetragen als Inklusionsangebot für Ausländer- und Migrantenkinder. Also da hätte ich gerne so eine Reaktion über solche Begrifflichkeiten, wie auch nicht nur in rechtsradikalen Milieu verankert sind, sondern auch bei uns. Und wie das wiederum in der Passage sowohl bei der Analyse von Straftaten, bei der Polizei, bei der Justiz, aber auch im Klassenzimmer bei Lehrer und Lehrerinnen, womit ich wiederum bei der Frage an Herrn Behrens bin. Haben Sie die Zahl von verkappten Sympathisanten von Rechtsradikalen unter den Lehrern gefunden? Haben Sie Zahlen, wo denn zumindest Einstellungsmerkmale gesehen werden könnten? Ich meine, ich gehe immer noch davon aus, dass es graduell ist, also man kann mehr oder weniger sein. Das wäre interessant zu wissen, welche Zahlen das sind. Und die andere Frage ist, wie viel von denen handelt so, wie sie handelt, wegen Angst? Angst vor den Schülern. Leider konnte ich heute Vormittag nicht da sein, sondern erst ab 16 Uhr. Ich war gestern schon mal da und es war sehr interessant, auch was Sie jetzt gesagt haben. Und ich möchte an zwei oder drei Punkten anknüpfen. Der erste Punkt war die Untersuchung rechtsextremer Einstellungen bei Schülern, die
da haben Sie den Begriff gebraucht, kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Jetzt hatten wir ja das Ganze schon mal im Nationalsozialismus. Alle Täter kamen fast aus der Mitte der Gesellschaft. Und meine Frage ist, hat sich da irgendwas verschoben? Ja? Oder ist es eigentlich noch das Gleiche, dass rassistische und faschistische Begriffe und Gedanken und Meinungen aus der Mitte der Gesellschaft kommen? Die Frage wäre zu stellen, warum das immer noch so ist. Der zweite Punkt, polizeiliche Maßnahmen gegen die Rechtsextremismus. Am Beispiel der NSU-Morde konnte man feststellen, dass von ganz oben aus der Politik, Innenministerium Vorgaben gemacht wurden, die rechtsextreme Täter ausschlossen. Ja? Also vom Innenminister Schily zum Beispiel, vom Beckstein. Ja? Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. 400 Anschläge seit Anfang des Jahres auf Flüchtlingssituationen, Heime oder auch Personen. Und es wurden bisher, ich glaube, 10 oder 15 Täter ermittelt. Ich sehe da eine Diskrepanz. Und meine andere Frage ist, wie ist der rechtsextreme Zustand der Polizei und der Sicherheitsapparate? Könnte man da mal eine Untersuchung machen? Danke. So, das wird jetzt sehr vielseitig. Wir nehmen Sie jetzt noch mit und dann versuchen wir das zu bündeln. Ja, also das Erste betrifft auch eher, sag ich jetzt mal, verschiedene deutsche Normalitäten. Also weil ja eben zum Beispiel auch die Bevölkerungsstrukturen in Ostdeutschland ganz anders sind als in Westdeutschland, nicht nur was den Migrationsanteil angeht, sondern auch eben was Altersdurchschnitte angeht, weil halt eben außerhalb der urbanen Zentren sozusagen Dörfer im Osten andere Strukturen haben oder auch die Vororte oder auch die Städte selbst haben schon andere Strukturen, aber auf dem Dorf und im Land ist es stärker. Also andere Altersstrukturen, andere auch Bildungsstrukturen teilweise, wie die Verteilung ist und so weiter. Also ob man halt auch einfach unterschiedliche Strategien allein schon aufgrund von, ich sag jetzt mal, verschiedenen Milieus, die in verschiedenen Stärken vorhanden sind, in verschiedenen Bundesländern in der Bundesrepublik, also wie weit man da drauf eingehen muss und es vielleicht auch trotzdem nochmal stärker hervorheben muss, auch in öffentlichen Diskursen, damit es nicht so die sichere westdeutsche, nicht so radikale Seite und die im Osten sind halt alle irgendwie eher rechts sozusagen, um auch nochmal ein bisschen mehr auf Gründe und nicht nur auf, ich sag jetzt mal, rein statistisch deskriptiv einzugehen. Weil ich glaube, dass sozusagen viele Ursachen, denen man sich auch als Durchschnittsbürger bewusst sein muss, verdeckt. Und auch eben da die Frage eben, dass sich viel auch im Osten, habe ich gehört, sehr viel auch der Staat und die Polizei zurückgezogen hat in vielen Orten. Also dass sozusagen Räume existieren, wo ein Notruf erst 2 Stunden später die Polizei da ist. Also habe ich von Leuten gehört, ob das stimmt, dass ich da wirklich Orte gibt, wo sozusagen sich immer mehr Bürgerwehren auch aufgrund des Rückzugs der Polizei etablieren und somit natürlich auch mehr Raum für Populismus und eben solche Einstellungen geben, weil die sind dann ja auch die tatsächlich, die präsenter sind als der Staat und letztendlich auch die Organe eines Rechtsstaats. Ja. Gut, Frau Schellenberg, ich glaube, Frage 1 und 3, Punkt 2 lassen sich ganz gut verbinden. Vielleicht fangen wir damit an und gucken dann auf Ihre Frage, ob sich was verändert hat, ob die Mitte gleich geblieben ist und dann nochmal auf die, was war der Punkt? Die Bedingungen. Genau, die Bedingungen. Okay. Ja, viele sehr spannende Fragen. Also die mit den Zuschauern konnte ich mich nicht so detailliert beschäftigen wie mit den anderen Akteuren, weil es gibt keine schriftlichen Dokumente. Ich konnte ja auch nicht so repräsentative Interviews machen oder so. Aber in den Polizeiakten ist mir aufgefallen, dass es gibt Zeugen, die entsetzt waren, Zuschauer, auch zum Beispiel derjenige, der krankenhausreif geschlagen wurde auf dem Weg zur Pizzeria, der wurde versorgt vor Ort von Zeugen und der Krankenwagen wurde gerufen. Also, und es gab einige Zeugen, die halt ganz klar aussagen wollten, die wurden allerdings dadurch, dass der Bürgermeister eine sehr unsägliche Rolle in dem ganzen Komplex gespielt hat und die Gemeinde insgesamt und die Polizei dann später eben auch,
also nicht vor Ort, aber dann in den darauffolgenden Tagen, wurden die quasi verprellt, die wurden, also diese guten Zeugen, die wurden teilweise auch Opfer von Gewalt danach, also haben ihre Zeugenaussagen teilweise auch zurückgezogen, beziehungsweise wurden nicht berücksichtigt, also es ist eine ganz unschöne Angelegenheit gewesen. Aber nochmal zu den Zuschauern, also das waren einige wenige. Der Großteil hat gar nichts gesagt, und was mir als Notiz aufgefallen ist bei Zeugenvernehmungen, dass viele gesagt haben, wir sind nicht politisch. Wir sind nicht politisch, und ich glaube auch in Gesprächen, die ich dann so geführt habe, dass es was ganz Typisches ist. Also dass man den Eindruck hat, meiner Meinung nach fälschlicherweise, dass es hier um Politik oder um was Politisches geht. Dabei geht es und um was, also wo man sich halt dann positioniert oder einfach nichts dazu sagt, ne, und passiv bleibt. Und die meisten wollten eigentlich passiv bleiben. Und ich bin aber der Meinung, dass es um menschenrechtliche Standards geht, ne? Also, und da gibt es, glaube ich, auch eine Differenz, nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch durchaus zwischen Land und Stadt, ja? Also in diesen Fragen in Deutschland. Da muss man sicherlich aufschauen, darauf achten. Genau, und jetzt komme ich nochmal zu diesen Ost-West-Befindlichkeiten. Es ist auch ganz deutlich zutage getreten, dass diese Ost-West-Befindlichkeiten auch Problemlösungen erschweren. Ja, also weil es auf der einen Seite heißt es, ja, wir als Ostdeutsche sind sofort verdächtigt, rechtsradikal zu sein, obwohl hier war ja eigentlich gar nichts, also so mit der Abwehrhaltung, und auf der anderen Seite sind es die Ostdeutschen, die Westdeutschen, die sich dann, die Probleme, die in Westdeutschland auch existieren, von sich schieben und sagen, naja, ist ja eigentlich ein Problem des Ostens, damit haben wir ja eigentlich nichts zu tun, dann können wir uns irgendwie überlegen fühlen. Also es sind beide Komponenten drin, und deswegen, das macht auch die Debatte so unheimlich schwer, weil da so viel Sprengstoff mit dabei ist. Und jetzt kann ich es vielleicht auch noch mit integrieren mit der Frage NS, wo stehen wir jetzt? Ist es immer noch die Mitte? Also ich glaube, natürlich ist es auch die Mitte. In Europa insgesamt ist Rechtspopulismus schon auch ein Phänomen der in Westeuropa sozial schwächeren Schichten. Da muss man sich, glaube ich, ökonomisch auch probieren, überlegen, wie man Leute überhaupt mitnimmt in den Gesellschaften, die sich immer weiter arm und reich ausdifferenzieren. Und viele, ich habe jetzt gerade eine Studie in Norwegen gesehen, die linke Sozialvorstellungen haben, wählen inzwischen die Rechtspopulisten. Ja, also, und es ist in verschiedenen europäischen Ländern so. In Deutschland ist es noch mal ein bisschen komplexer sicherlich, aber wo ich ein großes Potenzial sehe, also ich glaube schon, dass in Deutschland die Demokratie inzwischen sehr stark und fest ist eigentlich. Ich glaube, dass es wichtig und gut ist, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, also dass es engagierte Bürger gibt, und die sind leider eben auch in bestimmten Gegenden weniger engagiert, gerade wenn sie sagen, wir sind nicht politisch. Also, aber dass es doch an vielen Orten Menschen gibt, die sich einmischen und die was sagen. Also das ist sicherlich eine große Veränderung. Nichtsdestotrotz stimme ich mit Ihnen überein, dass wir ein ganz großes Problem in Deutschland haben mit Akteuren der inneren Sicherheit. Also das ist ein Problemfeld, und es ist schwierig, wie kommt man daran? Innere Sicherheit, also Verfassungsschutz, Polizei, es gehen auch in anderen Ländern eher Menschen dahin, die diese Strukturen haben, autoritär und so weiter, und Law and Order, denen das wichtig ist. Es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Es ist aber spätestens dann nicht mehr nachvollziehbar, wenn Rassismus und Rechtsextremismus nicht mehr verfolgt wird oder unzureichend verfolgt wird, wie es in den NSU-Morden ganz offensichtlich wurde, dass man auf Rassismus nicht kommt, dass man auf Rechtsextremismus nicht kommen will, obwohl viele Angehörige gesagt haben, wir haben den Verdacht, dass es hier sich um Rechtsradikale handelt, um Rassisten, wurde dem nicht nachgegangen. Das beste Beispiel ist der Galgen, ne? Der wurde umgetragen, die Polizei hat die Demonstration geschützt und ist nicht eingeschaltet. Wenn jetzt eine linke Demonstration einer verbummt wäre, der wäre sofort rausgeholt. Das ist der Unterschied. Ja, und das ist jedenfalls, also ist tatsächlich, also kann
und auch mit den Flüchtlingen, also es ist so, rechtsextreme, rassistische Gewaltdelikte und Morde werden überdurchschnittlich selten aufgeklärt. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich sitze auch in verschiedenen Gremien. Ich war ja auch, habe ja auch das Parlament beraten zu dem NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag, dem letzten. Und ich sitze auch mit Innenministerien in verschiedenen Kreisen. Und auch hier gibt es zum Glück mindestens Länderunterschiede. Aber ja, aber es ist eine große Baustelle und es ist auch schwierig, dann da ranzukommen, weil die Polizei und diese Behörden, die wollen natürlich nicht, dass man da Einstellungsuntersuchungen macht. Also das wird auch keiner so tragen oder mitmachen. Da kommt man ganz schwer ran. Ich glaube trotzdem, also um es nochmal positiv zu enden vielleicht, ich glaube, dass man durch parlamentarische Untersuchungsausschüsse, wird es neuen geben zum NSU im Bundestag und durch engagierte Bürger doch zumindest dazu kommen kann, dass sich die Gesetzgebung und dass sich bestimmte Dinge ändern. Das tut es ja auch schon. Also Hate Crime, Vorurteilskriminalität ist jetzt mehr im Fokus. Da kann man nur weiter dran arbeiten, um es besser zu gestalten. Ja. Ich versuche auch noch mal ganz kurz zu machen zu Ihren Bedingungen, die Sie genannt hatten. Die Bildung kann es eigentlich nicht sein. Beispielsweise Sachsen schneidet super ab, hat die Nase vorn. Sozusagen, also ein Bildungsaspekt allein ist es nicht. Altersaspekt kann es auch nicht sein. Dresden ist die geburtenreichste Stadt Deutschlands. Aber wo ich denke, was es sein kann, ist der Stadt-Land-Unterschied, desintegrierte Regionen. Also wir wissen sozusagen aus der Theorie, dass Desintegration ein Motor ist, wenn Sie vor Ort keine Perspektive haben. Das haben Sie in großen Teilen in den östlichen Regionen Deutschlands, finden Sie das schon auch noch vor. Der andere Punkt ist, es gibt eine schöne kleine Schrift, die in den 90er Jahren schon herausgekommen ist, die nennt sich, der autoritäre Staat entlässt seine Kinder. Und hier haben Sie natürlich schon auch nochmal im Sinne von der Sozialisationsthese sozusagen die Erklärung, dass Dinge auch nachwirken. Also viele Ostdeutsche sind zum Beispiel nicht in der Parteiendemokratie angekommen. Die Bindung ist sehr lose an Parteien. Die Skepsis gegenüber sozusagen dem System mit Parteien ist sehr groß. Und das wird natürlich auch weitergegeben und wirkt noch ein ganzes Stück fort. Vielleicht bei Ihnen sozusagen könnte man mit Adorno antworten. Ne? Ja, also die Bedingungen, wenn sich die Bedingungen der Gesellschaft nicht ändern, die das Grauen von Auschwitz hervorgerufen haben, wird sich auch daran nichts ändern. Aber letztendlich ist auch das, ist das Spekulation. Also wer kann das sagen? Ne? Es wäre ein Ansatz. Und jetzt noch ganz kurz, eine Zahl gibt es dazu nicht, zu der Frage, wie viel jetzt diese Einstellung, das war die Frage von Frau Diehl, wie viele Lehrer und Lehrer selbst so eingestellt sind. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass in weiten Strecken Lehrer und Lehrer auch zum Teil aus einem strukturkonservativen Milieu kommen. Sagen, jede Zeit bringt ihre Lehrerschaft hervor. In den 68er waren das andere, ist man aus anderen Gründen in den Lehrberuf gegangen, als vielleicht heute, sozusagen auch der gesellschaftliche Druck, einen Arbeitsplatz zu finden, nochmal ganz anders wirkt. Und Angst vor den rechtsextremen Schülern habe ich so nicht festgestellt. Eher, dass sozusagen die rechtsextrem eingestellten Schüler sich sehr gut dosieren im Unterricht, weil sie sozusagen ja auch irgendwie gut durchkommen wollen. Also sie halten es zum Teil wirklich auch selbst auf einem Niveau, wo dann Lehrerinnen und Lehrer auch jetzt aus dem Projekt schon zu mir kommen und sagen, naja, also bei uns wird das eigentlich nicht so richtig offensichtlich. Die halten sich da zurück. So, also das Angstmoment habe ich jetzt nicht so stark feststellen können. Mag sein, dass es in einigen Regionen aber durchaus eine Rolle spielt. So, ich finde, was angesprochen wurde und erstmal in den Fragen kam und dann aber auch gespiegelt wurde, sind zwei für mich Aspekte und daraus mündet sich für mich die Frage, die ich als erstes an Sie habe. Ich will es kurz zusammenfassen. Wenn also zu Sensibilisierung Selbstreflexion gehört, wir haben zum Beispiel ein Projekt, Lehrer sollen befähigt werden, sie sind ja auch nur Menschen, kommen auch aus der Mitte der Gesellschaft, haben auch Bilder, das war ja in einer der Fragen, dann gab es Appelle, von ihnen sprachfähig zu machen, mit einer rassismuskritischen Haltung, ein völkisches Verständnis abzulegen. Es ist nicht nur ein Ostproblem, wir haben diese Bio-Deutsch-Geschichte auch gehört. Daraus würde dann so ein bisschen meine Frage, brauchen wir also ein neues
Verständnis von Zugehörigkeit. Und wenn wir das brauchen, auf individueller Ebene ist das das eine, aber wie schaffen wir das institutionell neben verschiedenen tollen Modellprojekten, die es gibt, sondern tatsächlich auf so einer breit gefächerten gesellschaftlichen Ebene, so wie wir sie ja jetzt hier diskutieren und schon den ganzen Tag eigentlich fokussiert angehen. Was glauben Sie da? Wer möchte beginnen? Zur schwierigsten Frage wahrscheinlich. Die Bündelfrage. Ich denke, dass man da eigentlich auf einem ganz guten Weg schon ist und dass es auch, also die Bundesrepublik Deutschland heute wirklich von der Gesetzgebung und so weiter eine ganz andere Struktur bereitstellt als der Nationalsozialismus, auch als die Weimarer Republik. Wir haben zum Beispiel ein Staatsbürgerschaftsrecht, was nicht mehr wie bis zum Jahr 2002 alleine auf dem sogenannten Blutsrecht fußt, sondern wir leben tatsächlich auch rechtlich fundiert in einer Einwanderungsgesellschaft, weil es eben auch das Bodenrecht und so weiter inzwischen gibt. Es gibt Antidiskriminierungsgesetzgebungen seit 2006, seit 2006 auch in Deutschland. Sie heißen hier allgemeines Gleichstellungsgesetz, was auch ganz typisch ist für die Debatte, weil Antidiskriminierung ist noch ein bisschen, klingt für viele oder klang 2006 noch härter, als es jetzt noch klingt. Also insofern, man muss sicherlich da genau hinschauen. Gesetzgebung ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber Gesetzgebung alleine reicht natürlich nicht. Man braucht die Umsetzung des Rechts und da sind wir noch lange nicht auf dem Weg, auf den ich wünsche, dass man ist, denn dazu braucht man eben Polizei und das hilft nicht, wenn die Polizei sich aus den ländlichen Gebieten in bestimmten Gegenden zurückzieht und nicht mehr vorhanden ist, aber es hilft, also das ist das eine und das andere, es hilft auch nichts, wenn es Polizisten sind, die erst in Heidenau merken, dass der Angriff auch auf sie und auf die Gesellschaft insgesamt auf die Demokratie geht, wenn Flüchtlinge angegriffen werden, sondern man braucht da bestimmte Normen und die zu vermitteln, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz langer Prozess oder da Änderungen zu schaffen, wo wir ja durch die Aufarbeitung, NSU-Aufarbeitung, auch die parlamentarische NSU-Aufarbeitung eine Chance haben, kleine Schritte voranzukommen. Ich glaube, auch wenn man das ändern will, dann kommen wir nicht umhin, dass die politische Klasse oder auch politische Eliten das ganz entscheidend in den Regionen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch so formulieren, dass sie das wollen und dass sie das den Menschen auch zumuten dann und sich nicht wie in Sachsen hinstellen und sagen, ja, man muss ein bisschen gucken, Sachsen ist eine ganz besondere Situation und so. Das wird auf Dauer nicht gehen. Und da muss man eine andere Sprache sozusagen auch in der politischen Elite dann dazu finden. Das andere kann man im pädagogischen Prozess machen. Da gehört es meiner Meinung nach auch hin, sozusagen. Da muss man auch sensibel dafür sein, dass Menschen noch nie die Erfahrung gemacht haben, mit sozusagen Zugewanderten zusammenzuleben. Dass das für sie was ist, womit sie null Erfahrung haben, wovor sie dann vielleicht auch Angst haben. Das kann man dort aber besser bearbeiten als auf gesellschaftspolitischer Ebene. Einen Aspekt gerne hinzufügen, also es müssen halt auch, die Gesellschaft muss auch in den verschiedenen Institutionen so repräsentiert sein, wie sie ist. Ich saß vor 2 Wochen in so einer interministeriellen Sitzung zum Thema NSU, weil da ja auch gerade wieder alles Mögliche Neue kommen soll und so weiter. Und dann sagte eine Dame, das fand ich hervorragend, sie hat das Gefühl, mit dem Problem Sicherheit oder mit dem Thema Sicherheit, Innenministerien, sie sitzt immer mit der gleichen Art von weißen, älteren Herren zusammen, wenn sie diese Diskussionen führt. Und ich musste spontan so lachen, weil es hat genau das getroffen, worum es auch geht. Denn wenn man sich diese Behörden anguckt und die Leitungsposition, dann sehen die so aus. Und ich glaube, da muss man unbedingt ran, da muss man auch politische Vorgaben machen, um da ranzukommen, sonst ist es ganz schwer, voranzukommen. Also auch hier höre ich wieder heraus, das hatten wir vorhin schon bei der Medien- und Parlamentsgeschichte, wer bekommt Stimme und wer wird gehört, welche Experten werden aufs Panel gebeten, das sind ja ähnliche
ähnliche Punkte. Aber wenn ich jetzt in meinem Alltag schaue und ich muss ja nicht gleich in Ostdeutschland einem total rechtsextremen, mein Stereotyp ist total erfüllt, sondern sozusagen einem Normalmensch in Anführungszeichen, der einfach ein Sprüchlein abgibt. Und Sie sprachen von Zivilcourage, von Positionierung aus menschenrechtlicher Verantwortung heraus. Wie mache ich das? Also wie funktioniert das? Das ist eine oft gestellte Frage, wenn Menschen aus Veranstaltungen herausgehen, die sagen, wie kriege ich das hin? In solchen Momenten bin ich ohnmächtig, weiß ich nicht genau. Was würden Sie da wortgewandt und mit dem Input, den Sie haben, mitgeben? Ich habe dazu eine leicht differenzierte, also ich kann das nicht so, ich finde, man muss authentisch bleiben. Mhm. Und also an der Stelle halte ich sozusagen nichts von einer Regelung sozusagen, die in jedem Fall angewendet wird. Also man muss, ich glaube, man muss die Situation einschätzen und dann muss man entweder sagen, dass das so nicht geht und darauf eingehen oder man hat sozusagen einen Spruch selber bereit. Oder die Situation lässt es auch zu, dass der andere, auch wenn man jetzt zum Beispiel, also ich habe Freunde, mit denen rede ich über das Thema, über das Flüchtlingsthema. Und der sagt zu mir dann, naja, also so kann man mit den Asylanten nicht umgehen. Also und er meint das in einem Sinne, also wie wir das unterstützen würden. Nämlich so geht das nicht. Man kann ihn nicht so unterbringen und so weiter. Und so, wenn ich dem jetzt sage, pass auf, das geht gar nicht. Dieser Begriff, das geht gar nicht. Mhm. Die Situation muss dazu da sein. Und da bin ich nicht in jedem Fall der Meinung, dass man sozusagen dass die Sprache so zurechtrücken muss, ne, dass das politisch dann korrekt ist, sondern ich schaue auf die Situation. Aber wäre es da nicht interessant, gerade in so einer Auseinandersetzung den anderen Menschen als Buhmann quasi zu konstruieren, sondern zu sagen, dieser Begriff, der hat ja auch eine populistische Geschichte. Also um wieder mal zum Populismus-Thema zu kommen. 80er Jahre geprägter Begriff ist doch schön, um sozusagen auch ein Part von Wissen zu schaffen. Genau, ich schließe das auch gar nicht aus. Also es kann ja sein, dass man das dann auch so macht. Ich glaube nur, dass sozusagen mir ist die Situation der tatsächlichen Diskriminierung wichtiger als sozusagen der kommunikative Raum, dass man das sauber löst. Okay. Also das würde ich gerne so für mich nochmal, also in der Situation, wenn eine Diskriminierung tatsächlich vorliegt, dann muss ich reagieren. Und das passiert auf Unwissen, das kann ich korrigieren, aber das würde ich jetzt nicht als Zivilcourage ausweisen, wenn ich dann sozusagen, also jetzt darauf eingehe, dass man das so nicht nennt. Das ist dann das Gespräch. Also es kommt auf die Situation an, was sagen Sie? Also ich denke, dass es erstmal eine persönliche Aufgabe ist, also dass man sich gegenüber Freundeskreis, Familienkreis, auch ich hab da Konflikte in bestimmten Punkten oder sehe irgendwelche Schablonen oder Vorurteile, die man durchaus ansprechen kann, gerade wenn man die Leute sehr gut kennt und darauf aufmerksam machen kann. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es deutlich schwieriger ist, in Mügeln zum Beispiel Zivilcourage zu haben und zu zeigen als in Frankfurt und dass dazu eben auch staatliche Strukturen gehören, die ermöglichen, dass man geschützt ist und zivilcouragiert agieren kann. Denn wenn ich als Zeuge diesen Schutz nicht habe oder wenn ich als derjenige, der versucht, jemanden zu verteidigen, diesen Schutz nicht bekomme, dann ist das eigentlich fast unmöglich. Und ein weiterer Aspekt ist auch hier wieder, die Strukturen müssen da sein und auch die Strukturen in Gesamtdeutschland kann man verbessern. Zum Beispiel müsste es unabhängige Polizeibeschwerdestellen geben, wo man sich hinwenden kann, wo man weiß, da wird nicht der persönliche Name, die persönliche Adresse und so weiter irgendwo rausgegeben, sondern wo man sich eben beschweren kann, auch über polizeiliches Fehlverhalten oder über Probleme, die die Polizei ausgelöst hat oder nicht gesehen hat, wie auch immer. Also solche Strukturen gehören auch dazu, damit Menschen zivilcouragiert handeln können. Gut, jetzt gebe ich noch eine letzte Runde an Sie, weil ich merke, da zuckt es in den Armen. Einmal hier vor, genau. Ja, ich würde gerne zum Schluss dieser bereichernden Veranstaltung die Frage stellen, ob die Gefahr des Rechtspopulismus in Europa nicht sehr stark auch davon abhängt, was in der Gesellschaft
vor sich geht. Die Krise des marktwirtschaftlichen Systems mit allen möglichen Phänomenen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, könnten ja zu so einer allgemeinen diffusen Frustrationshaltung führen. Ich will mal so Beispiele sagen, die Bankenkrise konnte nur scheinbar bewältigt werden. Manche merken das, dass es nur scheinbar ist und nicht tatsächlich. Die Arbeitslosigkeit, da wird ein Normalzustand definiert mit 2,5 Millionen ist Vollbeschäftigung. Die Vermögens- und Einkommensverteilung wird als alternativlos bezeichnet von der Regierung. Das heißt, da entsteht so etwas wie eine herrschende Meinung, was man nur denken darf. Und dann gibt es Leute, die finden das irgendwie abartig. Wenn Herr Winterkorn von der Deutschen Bank 10 Millionen, von der VW 10 Millionen verdient und auf der anderen Seite werden Tausende von Arbeitsplätzen fallen weg, dann wird das von vielen Bürgern wahrscheinlich als ziemlich unnormal empfunden. Und aus dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die ja nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern in Frankreich, habe ich das sehr intensiv erlebt, was da passiert ist in den letzten Jahren, könnte es ja sein, dass dadurch der Rechtspopulismus stark gefördert wird und begünstigt wird. Sehen Sie das auch so? So, das ist eine große Frage. Nehmen wir noch die zweite dazu und dann, genau. Vielen Dank, Sie haben mir ja schon einiges vorweggenommen. Ich wollte auch das Thema anschneiden. Aber was ich noch ergänzend sagen wollte, man hat mit Hilfe IWF und so weiter ein brutales Verelendungsprogramm in Griechenland durchgesetzt. Ja? Und das fördert natürlich, das kriegen die Leute ja mit. Ja? Die haben Angst, dass es hier und woanders auch so ist. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite, unsere Gesellschaft ist täterorientiert. Das fing schon im Faschismus, war klar, die Starken schlagen die und ermorden die Schwachen. Ja? Und das setzt sich fort im Nachkriegsdeutschland, ja? In der Justiz, im Versicherungswesen. Wenn Sie einen Arzt verklagen wollen, sind Sie als Opfer immer der Gearschte. Ja? Und dieser ganze Kultur... Wandel, der das verändern müsste, den sehe ich nicht. Unsere Gesellschaft ist total täterorientiert, bis ins Mark. Ja? Und jetzt kommen Flüchtlinge, die sind arm, die sind schwach und die können leicht und schnell zu Opfern gemacht werden. Und den Tätern, die diese Flüchtlinge zu Opfern machen, passiert nichts. So wird es hoffentlich nicht kommen. Gut, also die eine Frage, Gesellschaft, so wie wir Gesellschaft verhandeln, so machen wir Platz für Rechtspopulismus. Ist dem so und wie sehen Sie das? Und das zweite als Frage, Täter-Opfer-Perspektive, die hatten wir schon und das aktuell auf Flüchtlinge bezogen. Machen wir die beiden noch und dann würde ich schließen. Und, ja, kurz, ohne das Thema jetzt ganz groß machen zu können, zumal ich bin Politikdidaktiker, dann ziehe ich mich darauf zurück. Nein, ich glaube, dass es einen Einfluss hat. Das, also ich spreche hier auch so postdemokratische Demokratieansätze an, die tatsächlich einen Einfluss auch auf die Partizipation haben und die Art und Weise, wie man sich diesem System gegenüberstellt, hat einen Einfluss, glaube ich schon. Allerdings würde ich es einschränken wollen, weil die gleichen Personen, die jetzt bei Pegida mitlaufen und sozusagen die Flüchtlinge als ihr Ziel ausgemacht haben, würden, wenn es eine andere Situation wäre, die Hartz-IV-Empfänger ausmachen. Also es ist sozusagen nicht was eins zu eins durchschlägt auf jetzt diese Phänomene, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Es hat sicherlich einen Einfluss, aber es ist nicht allein, es kann, glaube ich, nicht alleine der Erklärungsgrund sein. Ja, also ich denke auch, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, also Frustration aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation und ich meine auch, dass es die Daten hergeben, also die Daten, die ich gesehen habe aus Norwegen und Großbritannien, wo die in Norwegen die Fremskrittspartei und in Großbritannien die UKIP sehr stark von
Wählern profitieren, die sich mehr soziale Gerechtigkeit wünschen. Es wäre interessant, Daten dafür in Deutschland zu haben. In Deutschland hat man den Vorteil, den man in anderen, also in Norwegen und Großbritannien zumindest nicht hat. Man hat eine linke Partei, die einen Teil dieser Stimmen bindet. Also das hat man in vielen anderen europäischen Ländern nicht. Nichtsdestotrotz wäre es interessant, sich das mal anzugucken, inwiefern soziale Gerechtigkeit mit den rechtspopulistischen, ambitionierten Leuten in Deutschland irgendwie korreliert. Das Thema, also ich würde auch sagen, man muss es differenziert sehen. Also welche Daten von Niedermeyer, die ich kenne, belegen zumindest, dass der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit im Osten Deutschlands deutlich höher ausgeprägt ist als im Westen. Aber ich glaube auch, also es ist vielschichtiger nochmal. Es gibt unter den Rechtspopulisten gibt es auch Leute wie den Sarrazin, die von Sarrazin angezogen werden und von einer eigentlich Elite, einer völkischen Elite, würde ich sagen, und also gerade von diesem sozial-darwinistischen Denken, das sich eben auch über die Unterschicht stellt, aber die merkt es halt nicht immer. Also es ist komplex, aber sicherlich also so aus der Forschungsperspektive unheimlich spannend, da weiter reinzuschauen. So, es ist jetzt 17.37 Uhr. Ich würde sagen, wir haben heute eine große Reise gemacht und wir haben heute Morgen bei Länderstudien angefangen und haben dann auf Medien und Parlamente geguckt, um jetzt sozusagen einen Input und auch, ich weiß nicht, wie Sie es empfanden, ich empfand es sozusagen als ein Anreißen von verschiedenen Sektoren, wo wir hingucken sollten können, um Gegenstrategien zu entwickeln. Was ich für mich jetzt persönlich mitnehme, ist sprachfähig werden, sich sprachfähig machen durch Selbstreflexion. Das Beispiel bei den Lehrern, nicht alle hier sind vielleicht Lehrer oder waren Lehrer oder Lehrerinnen, aber im Sinne von der persönlichen Auseinandersetzung, nehmen Sie da vielleicht was mit zum Thema völkisches Verständnis ablegen, das tief in unserer Gesellschaft ja auch sozialisiert ist, was wir an mehreren Stellen gehört haben. Ich finde es interessant, dass wir heute Morgen noch nicht über Rassismus gesprochen haben und jetzt fast nur über Rassismus, was irgendwie auch diese Thesen im Raum belegt, dass irgendwie dieser Rechtspopulismus, der Rechtsextremismus und der Rassismus nebeneinander betrachtet werden sollten. Ich glaube, das sollten wir auch mitnehmen. Und vielleicht gehen wir hier raus mit dem Gefühl, Rechtspopulismus im Alltag zu begegnen, um das Rücken nach rechts weiter aufzuhalten, um eine starke Zivilgesellschaft zu sein. In diesem Sinne danke ich dem Panel und Ihnen und wünsche einen schönen Abend.